Wir starten heute mit Rock den Ring, ein Weltrekordversuch, den der längsten E-Mobility Parade der Welt. Ich bin Volker vom Elektrorollerforum und hier mit der Interessengemeinschaft für Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Steig in mein Auto ein, du kannst bei Fahrer sein. All die Sorgen gehen von allein. Mit 180 auf der Autobahn und der Fahrtweg geht uns durchs Haus. Fahr mit, fahr doch mal mit. Fahr bitte mit. Schau aus dem Fenster raus, da steht ein leeres Haus. Oh, die Welt sieht so bezaubernd aus. Keine Panik auf der Autobahn. Alle Leute schauen, wie wir fahren. Fahr mit. Fahr doch mal mit. Fahr bitte mit. Land und Leute, Sonne, Freude. Alles für uns. Fühlst du die Freiheit? Willst du dabei sein? Dann steig doch endlich ein. Fahr doch mal mit. Fahr bitte mit. Oh, bitte mit. Dass du den Weg hier von Berlin nach Wien geschafft hast. Wir sind Fans von deiner Veranstaltung. Wir sind nach Berlin gefahren, um dort Teil davon zu sein. Und jetzt, wie hat es dir gefallen in Wien? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich bin völlig beeindruckt, völlig geflasht. Wenn man sich das Wetter anguckt, dann denkt man erstmal so, oh Gott und so, was läuft da alles? Aber so viele Leute, man hat so viel Positivität, so viel strahlende Gesichter gesehen. Und ich glaube, man hat auch gesehen an den Leuten, die an der Seite links und rechts zugeguckt haben, die waren ganz beeindruckt, wie viele unterschiedliche Fahrzeuge es schon gibt. Es gibt nicht nur dicke, fette Elektro-SUVs, sondern von kleinen bis großen Fahrzeugen, von Kurz- bis Langstrecke, es ist alles mit dabei. Also was ihr hier aufgefahren habt, also deswegen sage ich nur von meiner Seite aus, größten Respekt, ihr habt nochmal eine Schippe oben drauf gesetzt und da gibt es noch ein bisschen Inspiration, die ich auch gerne mitnehme nach Berlin, nach Deutschland und deswegen also an alle, die jetzt teilgenommen haben, lasst uns das Thema weiter voranbringen, aus Überzeugung, ja, aus Liebe zur Natur, aus Liebe zu den Menschen, die noch nach uns kommen, die jetzt noch jung sind und alles noch vor sich haben. Deswegen sage ich auch nochmal vielen lieben Dank, dass ich heute mit dabei sein durfte. Dankeschön! Wir haben die Wiener Linien, wir haben sogar ein elektrisches Mühlauto, auf was wir sehr stolz sind. Ja, das ist mir wirklich stolz. Lieber Wolfgang, ein paar Worte von deiner Seite bitte an deine Community. Ja, einmal danke von mir an euch, dass ich dabei sein darf bei diesem großartigen Event. Icario versucht halt das Thema ein bisschen der breiten Masse ein bisschen schmackhafter zu machen. Da machen wir natürlich auch weiter damit, genauso wie Robin TV. Es gibt natürlich auch die E-Mobility-Parade in Berlin, da waren wir auch mit dabei. War gigantisch, auch wie sich die, ich weiß nicht wie viele Roller waren. Ich glaube, es waren so 200 Roller, 400 Elektrofahrzeuge, aber ich würde mal sagen, ihr habt das heute hier ordentlich gesprengt. Höchstwahrscheinlich, oder? Zurecht, sei euch gegönnt! Gerade diese Roller haben mich extrem fasziniert in Berlin. Also die 200 Roller, die hast du nicht gehört. Normalerweise machen die extrem Lärm, Zweitaktmotoren und so weiter. Völlig lautlos, extrem cool. Es gibt ja auch eine andere Bewegung, die Fridays for Future, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, wo sich wirklich Jugendliche darum engagieren und auch versuchen, für sich selbst eine lebenswerte Umwelt zu schaffen, eine lebenswerte Zukunft. Und da möchte ich euch ein bisschen appellieren an euch.
dass wir nicht nur die Mobilität mit hineinnehmen, sondern diesen grünen Gedanken auch versuchen, in jede Entscheidung unseres Lebens mit einfließen zu lassen. Egal, ob es jetzt die Ernährung ist, egal, ob es die Bekleidung ist, ob es unser Urlaubsziel ist oder die Art und Weise, wie wir dorthin kommen, versuchen wir das überall mit einfließen zu lassen und treffen die richtigen Entscheidungen. Aber großartige Veranstaltung hier. Danke den Organisatoren, danke Insta3ve und den vielen anderen, die hier mitgewirkt haben. Und danke fürs Dabeisein. Danke, Wolfgang. Ich habe vorher gefragt, die Judges und die Stewards bezüglich der Ergebnisse. Jeder fragt mich und hat mich gefragt, wie viele sind es, haben wir es geschafft? Ich kann es heute leider noch nicht sagen. Es sind über 400. Ja, es sind einige noch reingefahren. Unten beim Schwarzenbergplatz sind noch zusätzliche Autos dazugekommen. Wir haben sie alle auf den Videos drauf, die waren vorher nicht registriert. Wir müssen das Video auswerten oder die mehreren Videos müssen wir auswerten. Und dann können wir sagen, ob wir es heuer geschafft haben oder ob wir es nächstes Jahr schaffen.